habe gerade hier die Küche aufgeräumt. Ja. Wir gehen zusammen gucken, was Maras macht. Und ja. So, hier haben wir mal kleine. Die muss ich jetzt auch nehmen. Getunnelt. Hallo, hallo, hallo. Hi. Die, ihre Füße, die sind auch ganz schön. Was? Ich wollte mir das gerade jetzt angucken kommen mit der Kamera. Ist nicht ganz aufgeräumt, aber ist schon aufgeräumt. Ja, dann los, komm mit. Dann geh vor. Okay. Dann sage ich dir, was du noch machen musst. Ja. Die ganzen Kleinteile müssen aufgehoben werden. Die Schätze? Nee, die ganzen Autos. Ja? Das Geld. Die ganzen Papiere. Aber sonst sieht es schon gut aus. Ja, hier ist mein Kunstwerk. Schön aufgeräumt. Ja, wir machen euch gleich einen Einkaufshaul, wenn mein Vater wieder beim Einkaufen da ist. Supi! Als erstes haben wir hier einmal Nacho Chachia. Nacho, Nacho. Und das ein paar Mal mehr. Streukäse. Nochmal Nacho Chachia. Diet-Getränk zum Abnehmen. Trockenshampoo. Ja, wir waren uns nicht sicher, was Kekse. Das gibt ihre Brause an. Kekse. Käse. Käse. Käserolle. Okay. Käserolle. Okay, ja. Käserolle. Kindercards. Frische Brötchen. Da schmier ich mir auch gleich erstmal eins. Ich auch. Nacho Cheese Chip. Dann kann ich meine Nacho Chips essen. Zweimal. Zweimal kann ich die essen. Dann Volvic Juicy Plus Vitamin. Das ist alles für Mama. Lass mal kurz, ob mal Wasser rauskommt aus dem Kühlschrank. Aus dem Kühlschrank? Mara, mach mal. Nochmal Diet. Das trinke ich dann. Nochmal dieses Volvic Juicy. Und nochmal Leibniz. Leibniz Kekse. Nee, okay. Das war's. Ach, ja. So, Mara. Sag du noch ein bisschen was? Die Katze hat mich gekratzt. Jetzt, Marleen, kannst du mal mein Zimmer saugen? Ich guck's mir erstmal an. Okay, los. Mach's aber richtig, mach nicht alles in die Ecke legen. Nein. Ja. Was? Das Ding ist jetzt dahinter gefallen. Scheiße. Meine erste Aufnahme heute. Und wieder eine Wehe. Eieiei. Leute, es tut sich einfach nichts. Es tut sich einfach nichts. Moin, Guys. Ich mache mir jetzt Rührei mit Brötchen, weil mein Vater mir beziehungsweise Brötchen gekauft hat. Und ich habe das mit Rührei. Und ja. Deswegen machen wir jetzt Rührei. Erstmal brauchen wir eine Schüssel. Und jetzt, ich glaube, ich esse so drei oder so. Auf jeden Fall versuche ich es euch jetzt zu zeigen. Ich kann das Stativ irgendwie nicht richtig einstellen, weil das ist nicht zu blöd für. Darf nichts an mein Pflaster kommen. Aber wir machen das immer so, weil das, also, da ist immer so ein Teil drin. Ich zeige es euch gleich. Hier ist keins. Hä? Okay, das war ein Fail. Ich habe noch nie ein Ei gesehen ohne das, aber egal. Machen wir noch eins. Ja. Das liegt jetzt im Waschbecken.
Ja, wieso bin ich so dumm? Okay, das war jetzt echt eine Verschwendung. Ist mir auch noch nie passiert. Okay. So, jetzt aber. Ich hoffe, ich kann es euch jetzt zeigen. Ja, okay. Es ist direkt reingefallen. Und zwar... das... dieses Weiße an den Eiern. Das ist so ekelhaft. So. Ja, okay, das Ei ist jetzt kaputt. Aber ihr habt es, hoffe ich, gesehen. Das mache ich immer anders. Deswegen mache ich das immer raus. Drittes Ei. Hier sieht man es. Und auf der anderen Seite auch. Ja, das mache ich mal ab und dann weg. Ich weiß nicht, ihr könnt mal gerne kommentieren, wer auch so einen Tick hat, weil ich finde das so ekelhaft. Das ist immer ab. Genau. Das nächste Mal mein Pflaster gekommen, wow. So. Ich habe jetzt drei. Und das... dann machen wir jetzt mal die Pfanne an. Und ein... Dings... Pfannenbänder brauchen wir. Und einen Schluck Milch. Ich mache auch immer einen Schluck Milch rein. Also hier ist die Schüssel, seht ihr jetzt gerade nicht. Ein Schluck Milch. Milch. Dann... dann Gewürze. Salz. Ein bisschen. Pfeffer. Hast du eine Milo? Und ich mache auch immer etwas Paprika rein. So. Und dann der Gabel easy measy verkrillen. Ich glaube, jeder macht sein Rührei anders, aber so machen wir das immer. Also ich mache das immer so. Bis es so schön vermischt ist. So. Gut, dann gehen wir rüber zur Pfanne. Ich mache Koching-Video. Ich würde es gerne runter machen. Scheiße. Auf den Knopf drücken. Wieso geht das nicht? Drehen. Oh mein Gott, ich bin so ein King. Okay, jetzt etwas Butter in die Pfanne. Stinkt schon ein bisschen angebrannt. Vielleicht ein bisschen zu heiß, aber ja. Ein bisschen verteilen, stinkt, und dann einfach Ei rein. Ja. Und dann, wie man Rührei halt macht. Eigentlich mache ich manchmal noch ein bisschen Petersilie rein, aber ja, mache ich jetzt auch nicht immer. Dann schmeckt es halt immer ein bisschen anders. Oh, scheiße. Naja, auf jeden Fall bin ich auch nicht die Beste darin, sieht man ja. Aber reicht auf jeden Fall. Ja, ich habe auch immer so einen Tick, immer wenn ich Rührei esse, dann muss das schon ein bisschen braun sein. Also es darf auf gar keinen Fall noch irgendwie so flüssig sein oder so. Das finde ich auch mega eklig. Das muss schon eine feste Konsistenz haben. Ich versuche auch immer so viel wie es geht noch von dem Rest irgendwie abzukratzen, damit ich die Pfanne nicht mehr so doll sauber machen muss. Ja. So, dann mache ich es halt noch
Ich schiebe das mal hier ein bisschen runter, so 4 oder so. Und dann verrühre ich das noch immer so ein bisschen. Nehme ich mich hier hinten schon mal hin und ein Brötchen. Vor allem, die sehen richtig gut aus, die Brötchen, ey. So. Und dann schneide ich einfach ganz easy das Brötchen auf. Und gönnen das Brötchen noch ein bisschen Butter. Eigentlich wäre das jetzt bei solchen frischen Brötchen, also zum Beispiel so noch, also so Aufbackbrötchen, wäre das noch ein bisschen besser, weil dann würde die Butter noch so ein bisschen verlaufen. Also ja, schmilzen so. Aber so geht's auch. Dafür sind die Brötchen halt nice. Ich glaube, das Rührei ist jetzt auch fertig. Und dann nehme ich mir meistens einen Teller. Ich habe mir jetzt einen kleinen ausgesucht, warum auch immer ich gerade so blöd bin. Und dann mache ich das eigentlich meistens immer daneben und dann nehme ich mir halt eine Gabel. Aber dass jetzt halt solche frischen, also nicht, da die Butter halt jetzt so kalt ist, mag ich das nicht so. Deswegen packe ich es halt aufs Brötchen, damit die Butter halt noch schmelzen kann. Ja, da ist jetzt noch Rest drin, aber das esse ich auch noch. Maris und ich haben jetzt unsere Körbchen fertig. Also erstmal zeige ich jetzt, so sieht Maris sein Körbchen aus. So. Und mein Körbchen sieht so aus. Genau, und so sehen unsere Körbchen zusammen aus. genau. Genau, ich esse jetzt einen Keks. So. Morgen fangen wir auch wieder zu Mama. Und, hoffen einfach, dass das Baby jetzt kommt. Also heute ist ja der Entbindungstermin. Und es wäre jetzt so cool, wenn es jetzt kommen würde heute, weil dann wäre so Entbindungstermintag, Kind, meine ich. Ja, das wäre bestimmt nice. Und genau, ihr könnt mir ja mal sagen, so, wir werden euch heute auf jeden Fall noch weiternehmen, mitnehmen, was wir heute noch so machen werden. Papa fährt abends auf jeden Fall noch mit Mama und spaziert dann durchs Krankenhaus ein bisschen. Genau. Und wir spazieren immer außerhalb des Krankenhauses. Draußen am Tag. Und ja, dann bringen wir Mama mal was zu essen, was zu trinken, so ein bisschen. Ist ja nicht lange geworden, hier bist noch da. Genau. Und ja, ich update euch zwischendurch mal. Warum liegt da ein Stein auf dem Tisch? Ich weiß es. Wegen Maris. Was soll das? Das ist nicht mal ein Edelstein, das ist halt einfach nur ein Stein. Ja, die hat er gestern aus dem Krankenhaus mitgenommen. Du kannst nicht einfach Steine klauen. Also, was wollt ihr jetzt? Ich möchte Kammbärt essen. Stimmt, wir haben theoretisch nur 8 Kammbärts. Ich esse doch schon 4. Du isst wahrscheinlich nicht mal 2. Nee. Ich esse auch gar keinen, ich hasse Käse. Also nicht so, aber ich mag's. Ich esse 0. Wir haben auch Pizzen noch da. Pizzen. Kapi. Kapi. Samura-Pizza. Samura-Pizza. Zum Beispiel. Wir haben auch noch Brötchen. Stimmt, ich habe Brötchen gekauft. Frische. Ich habe mir davon auch noch eins gemacht mit Spiegelei. Rührei. Ist lecker? Ja. Ja, stimmt. Spiegelei. Dann haben wir noch Nudeln.
Genau. Nudeln. Dann haben wir noch McDonald's. McDonald's. Oder Halloumi Burger. Ich wusste, dass du sagst. Mach mal das Update. Mein Update. Mara, guck das Update. Was ist das? Englisch. Ja. Die verarschen Leute. Was ist denn das? Jeffo? Ja, Jeffo. Jeffo, Digga. Jeffo ist das. Okay, warte. Jeffo, Beppo. Hallo, was wollt ihr denn jetzt essen? Ja. Dann gucke ich lieber also, das. Also ich esse jetzt noch so ein Camembert so. Ja, was ist denn jetzt? Also willst du auf jeden Fall dann nicht mitessen, wenn wir was anderes essen? Na, kommt drauf an. Ich weiß auch nicht, deswegen habe ich jetzt hier gerade Familienversammlung einberufen. Guck mal, was hier macht. Ja, wir fahren zu Oma Abendbrot essen. Ja! Das ist eine geile Idee. Ja. Das ist auch nah am Dings, oder? Das ist am anderen Ende. Ja, ich glaube ja. Und warum hat sie dann angeboten, mal rumzukommen? Naja, weil sie auch halt am anderen Ende fährt. Ja. Es dauert halt so 50 bis 60 Minuten. Ja, was machen wir jetzt? Grumpy. Das ist auch Englisch. Was willst du denn essen? Papa, will Hallo Burger. Marlene. Auch Halloumi Burger. Marlene, das ist auch Englisch, guck. Marlene? Also eigentlich haben wir 1000 Sachen da. Wir haben sogar Nachos da, wir haben Käse dafür geholt. Nachos wir haben esse ich später abends. Was willst du denn alles heute noch essen? Willst du mich verarschen? Ich würde auch, also die Kinder, ihr beide esst auf jeden Fall keine, kein... Camembert. Camembert esst ihr nicht, wa? Ja, ich schon. Aber Brötchen mit Rührei? Brötchen mit Pizza? Nee. McDonald's? Nudeln? Ja. Okay, McDonald's gibt's nicht. Burger King? Ja. Nee. Also wollt ihr Nachos machen? Ja, wir beide wollen Nachos. Ja. Ich möchte Camembert. Da esse ich auch mit Camembert. Okay. Come on, Bert. Dann, wie viele isst du? Zwei. Dann esse ich auch zwei. Dann reicht also reicht eine Packung. Du magst ja den Dip nicht, ne? Nee. Meine Mama hat eine Sprachnachricht. Mach laut, ich auch. Matthias, dieser komische Mann mit der Zigarette bzw. dem Feuer, der läuft hier immer noch rum. Jetzt aber auf meiner Etage hier rum. Also die Wehen sind immer noch da, auch ohne Tablette. Und die Wehen sind immer noch da. Ich bin dazu irritiert. Warte mal, was soll ich jetzt sagen? Achso, ich muss jetzt in 20 Minuten muss ich jetzt auch wieder zum Kreißsaal rein. Das Thema, wenn die jetzt auch ohne Tablette da sind, dann wird das morgen oder übermorgen kommen. Safe. Hä, soll heute kommen? Heute. Was, morgen übermorgen? Ja, heute ist Entbindungstag. Theoretisch. Deine Mutter. Mara, das ist auch Englisch. Gut, also Essenplan haben wir. Dann kannst du ja schon mal die Pfanne anschmeißen. Kann man ja auch mit Brötchen essen dann, wa? Komm. Ich esse das einfach so. Ja, Mann, einfach ins Brötchen rein. Stell ich mir trocken vor. Was? Weiß ich nicht. Eine, zwei, drei. Fünf. Na gut, bis später. Sag mal vier. Tschüss, wink mal. Wink mal, sag mal hallo, tschüss Mama. Film nochmal Grumpy. Grump, Grump. Kannst du mal an sie ranzoomen? Nee, kann ich nicht, ja. Tschüss Mama. Oh, sie schläft. Sieht echt gut aus. Gibt's gar keinen Dip dazu oder irgendwas? Nee, ja. Ich will aber echt heiß, also nicht anfassen, ja? Ich will, aber Mara will gar nichts dazu. Ja, dann piep, piep, piep. Guten Appetit. Guten Appetit. Hallo. Ich muss mal doch mal 2 Minuten hinsetzen, geil? Ja. Jetzt hier. Ach, scheiße, Mann, ich bin so müde. 4 Stunden geschlafen, gesplittet in gefühlte 50 Teile. Ja. Schlafen. Du wärst ein müde. Ja. Aber auch gute Neuigkeiten. Tannenbär hat jetzt ein Einzelzimmer. Na, mal gucken, wie lange. Sitzt uns beschissen, wa? Ja, irgendwie schon. Es ist schön, mal so einen Rücken krumm machen zu können, so ein bisschen. Ich denke nochmal 40 oder 45 Minuten CTG.
Und dann kann ich nicht mehr schlafen, Alter, ich bin so müde. Alter, die Capri-Sonne hat noch den Trick zu schaffen. Ach, Gott, ey. Capri-Sonne Kirche habe ich jetzt in der Lunge. Ich durfte sie ihr Baby abholen. Wer? Weil die Frau da oben sind. Durfte sie nicht. Ich weiß nicht, hat sich nicht so gut angehört, warum. Ich würde sogar in Kauf nehmen, ein, zwei Tage danach noch hier zu bleiben, wenn es sein muss. Hauptsache, ich habe jetzt mal ein Ende in Sicht. Ja, ich glaube nicht mehr, dass es lange dauert. Also gestern ja schon, heute schon. Wenn es die Nacht jetzt nicht wird, ne, dann morgen, wann sonst? Du weißt bei Maris auch. Dann wäre morgen auch der perfekte Tag, wa? Fand ich mal ein gutes Datum? 21.3.22. Richtig? Nee, morgen ist ja 20. Ach ja, 20.3. 20.3.22. Ja, das ist nicht so dolle. Na gut, willst du noch was sagen hier? Ich bin völlig fertig. Das ist kein Schwein, man muss die Scheiße mal mitnehmen. Ich hoffe, ich kann gleich schlafen. Ich hoffe, die lässt mich gleich in Ruhe. Wäre schon geil. Wie lange habe ich denn jetzt noch? 40 Minuten. 40 Minuten noch? Mhm. Oh. Alter. Das war die Wand ganz. Wow. Ja, der ist aber groß. Ja. Der ist so reich, der ist so verbal. Au. Jetzt kann mir keiner sagen, dass da drin nichts passiert, dass da nicht nichts passiert. Die ganze Nacht da im Bett drin gestanden hat und auch so gemacht hat, wie ich jetzt gerade mache, hat sie am Morgens gesagt, als ich dann nach mir ins Badezimmer, hat sie gesagt, oh ja, der Schleimbruch ist abgegangen. Und dann durfte sie ihren Mann anrufen, schon morgens um 9 oder so. Dann sind sie in einen Kreißsaal zum Baden gegangen. Und dann ging das so bis um 14, 15 Uhr. Echt, ja? Ja. Und das war das dritte Kind. Naja, vielleicht geht dir das wenigstens. Okay, ich bin ja da. Anscheinend. Bald alles um Sauerstoff. Das traurige Ende des Tages mit den ernüchternden Nachrichten, dass nichts sich getan hat, obwohl ich mich so quäle. Ich bin gespannt, was morgen passiert. Auf jeden Fall werde ich gleich die Tablette verweigern und sagen, ich will schlafen. Ich bin so fertig. Und euch wünsche ich jetzt auch eine schöne gute Nacht. Schön, dass ihr alle schlafen könnt. Ich freue mich für euch. Gute Nacht.